Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Warframe. Wir müssen wieder zu unserem netten Kreuz hier oder wie das, was das für ein Ding ist, zurückkommen und mal wieder mit ihm reden. Ja, wir haben jetzt die Dinger gescannt und er dankt uns. Du hast etwas gefunden, das meine Wächter übersehen haben. Du wirst einen ausgezeichneten Jäger abgeben. Ich werde es entschlüsseln. Wir vereinbart. Es hat einen Tenno-Ursprung mit einer Anomalie von vor der Urukin-Säuberung. Dieses Wissen muss synthetisiert werden. Es gehört in das Sanctuary. Ich habe eine Blaupause anhand seiner biologischen Eigenschaften erstellt. Baue sie, auf dass wir beide erleuchtet werden. Das wird wahrscheinlich wieder so eine Quest, die ich nicht hinbekomme alleine. Ja? Bin ich schon wieder happy? Ist eine wunderschöne Quest, die ich mir ausgesucht habe hier. Es ist schon irgendwie eindrucksvoll, das Ding. Ja, also gehen wir wieder raus aus dem Relais. Auf in unsere Sch Nein, vielleicht nicht in unsere Schmiede. Wir können eigentlich auch uns, ja, wir können eigentlich auch uns da vorstellen. Du weißt, was du tun musst. Wenn man jetzt denn nur wüsste. Ja, ich würde ja tatsächlich. Was ist das? Eine antike Serie, alle, die ich finden konnte, waren zerfallen, jenseits jeder Reparatur. Aber du funktionierst immer noch. Deine Fähigkeiten wären in meinem Sanctuary von großem Nutzen. Ah, er redet mit Urtoris, oder wie der Ding heißt. Oh, oh, nun, das ist doch nichts. Ich bin Ordis, ist von deinem Kompliment-Dings geehrt. Was ist das? Was muss ich jetzt hier eigentlich? Was? Gehen wir mal durch. Was gibt's denn hier Neues? Ascaris Negator, nee, die kennen wir alle schon. Was gibt's hier? Clanschlüssel, gebundener Drachenschlüssel, Mutalist Adlat wie Blaupause. Die ist auch nicht neu. Auch nichts Neues. Landungsschiff. Stellt Munition aller. Landungsschiff benötigt. Ja, das müssen wir tatsächlich mal. So, das sind Helme, das sind Wächter, die kann ich mir nicht leisten. Das ist Archwing, das ist Nahkampf. Das ist eine Sekundärwaffe, das hat primär auch nichts damit zu tun. Warframe hat eigentlich auch nichts. Hä, was hat der Typ uns denn gegeben, bitte? Bereit zum Bauen. Wunderschöne Sache. Suche nach Name, Status. Typ. Nee. Ja, sehr interessant und gar nicht aufschlussreich. Nee, nicht hierhin, sondern ich wollte Ausstattung und dann Inventar. Wächter, Aussehen, Arcana? Archwing, Kreim, verschiedenes. Das können ja, dürfen eigentlich halt nur Blaupausen sein. Ressourcen auch nicht. Schlüssel. Gönn ein Blockpause dazu. Hä? Was hat der Typ uns denn gegeben, bitte? Haben wir das als Post bekommen? Kommunikation. Posteingang. Stimmt. Das habe ich irgendwie PM bekommen. Der eine der Quests. Hä? Mann, ey. Ich drehe schon wieder durch. Ja. Da ich euch nicht langweilen will, wenn ich es rausfinde. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Und ich habe mittlerweile herausgefunden, was wir eigentlich machen müssen. Denn über der Sternkarte steht ja, wir sollen das neue Fremde, so heißt die Quest, baue Chroma Chassis. Das heißt, wir wissen jetzt immerhin, was wir schon mal machen müssen. Also, weiter geht's runter in die Schmiede. Und wenn wir hier gucken, gibt es Chroma Chassis. Was brauchen wir dafür? Die Frost Chassis. In der Zeit, in der ich nicht da war, es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen, habe ich den Boss besiegt, beziehungsweise ich habe den Boss besiegen lassen und ich war also ich habe den nicht alleine besiegt, aber danke nochmal dafür. Und der Boss droppt halt die Frost Chassis Blaupause. Die habe ich jetzt mal schon mal gestern dann laufen lassen, die dauert 12 Stunden. Die holen wir jetzt mal ab und damit haben wir jetzt auch genug, um die Chroma Chassis herzustellen, die wir herstellen müssen. Und da müssen wir jetzt auch schon wieder 12 Stunden warten. Und ja, deshalb wird diese Folge einfach aus 3 oder vielleicht sogar mehr Teilstücken dann bestehen. Denn ich mache jetzt nichts weiter.
Wir sehen uns dann wieder, wenn die Chroma-Chassis fertig ist. Und da bin ich wieder. Ja, ein weiterer Tag ist vergangen und die Chroma-Chassis ist bereits zum Abholen, also machen wir das einfach mal direkt. Mit Vervollständigung dieser Blaupause wurde eine Art Signal ausgesendet. Operator, ich fühle, alles ist still und ruhig. Leise und leer ist der Leib des Himmels. Ja, also die Stimme kann ich nicht nachmachen, sorry. Ich beginne die somatischen Routinen deines Cephalons abzuschirmen. Derweil musst du für mich jagen. Ich habe die Quelle der Nachricht zurückverfolgt. Danke, Simaris. Mit wem wir es auch immer zu tun haben, hat die Grenier, die nach den Codices gesucht haben, abgedingst. Es wird jetzt blabli blub. Also, so schnell konnte ich nicht vorlesen. Ich habe es nicht mal gelesen, das ist Schnelligkeit. So, haben wir... Ja, wir können das tatsächlich machen. Mobile Verteidigung? Really? Warte, was für eine Warframe habe ich? Das ist eigentlich echt eine gute Frage. Which Warframe Helfer ausgerüstet? Ich kann hier keine Tenno entdecken. Im Netzwerk könnten Informationen gespeichert sein. Tenno, ich werde in das Netzwerk einbrechen müssen. Mach dich auf schweren Widerstand gefasst. Ist es mein Level 10er? Ja. Nee, dann müssen wir nochmal kurz abbrechen. Denn mit der können wir es eigentlich direkt vergessen. Es ist die Frage, Mac Prime oder Rhino Prime? Also Tank oder Utility? Wir versuchen es mal mit Tank. Es ist eine relativ schwierige Mission. Die leveln wir weiter. Wir wollen ja irgendwann auch auf Level 6 aufsteigen können. Und dafür muss man ja Waffen leveln und Warframes. Und da Warframes ganz schwierig zurzeit ist, ich habe ja keinen Platz mehr für neue, machen wir das hier. Also wieder in Ladescreen rein. So, sie kann immer noch keinen Tenno entdecken. Bla bla bla. Ja, wir werden das abholen. Zuerst mal geben wir uns richtig Full Tank. Oh, warte. Nein. Ich muss das Ding damit nehmen, damit wir keine Primärwaffe benutzen können. Okay. Wir nehmen direkt das hier. Weil mit der Marilock kann ich es auch vergessen. So, ich mag ja diese kaputten Welten. Das ist ultra cool, weil man ja weiß, dass sie immer ganz waren, weil man die kennt man ja auch. Wobei, die Mac Prime ist ja auch relativ stark mit der Fähigkeit 2, die Schilde entfernt gegen die Korpus, weil die Korpus haben ja auch so riesige Schilde, also hätte man den vielleicht auch machen müssen. Aber bei Verteidigungsmissionen, auch wenn es mobile Verteidigungsmissionen sind, sehe ich das hier irgendwie als stärker an. Bin mir nicht sicher warum, aber ich glaube Tank ist einfach in dem Fall ist besser. Die haben Laserwaffen. Die kann ich glaube ich nicht mal abwehren mit Rechtsklick. Das wird was. Wo ist denn das Terminal? Holen wir uns erstmal den da. Schutzschilde sind immer schwierig zu verteidigen. Bin ich blind? Das Ding hier? Nein. Da unten. Im Wasser? Wirklich jetzt? Aber immerhin ist da eine Wand hinter. Das heißt, wir müssen einfach nur warten. 2,5 Minuten. Von oben? Wirklich? Das finde ich jetzt echt unfair. Wie komme ich denn da hoch? Ah, das war ja einfach. So, ich muss hier wieder runter. Boah, ey, mein ganzes Schild war schon durchbrochen worden.
Und die Mission hat ja noch nicht mal richtig angefangen. Komm, regeneriere deine Schilde. Solange es noch geht. Ja, also Schaden mache ich genug soweit. Ich hoffe, ich kann es verteidigen, aber da bin ich relativ zuversichtlich. Die haben ganz gut Leben. Also, jetzt liegt nicht mehr. Einfach alles wegmachen, was man sieht. Ist halt eine Verteidigungsmission. Ja, so, jetzt den netten Herrn hier. Komm, mach kaputt. Mach kaputt. Wo? Ach da. Mann, ey, diese blöden Drohnen. Ich bin zwar schon ein bisschen besser geworden mit dem Jump Kill da. Zieht es mir Energie ab? Oder was macht das Teil? Mach kaputt, was euch kaputt macht. Ja. Ah! Die können auch schießen. Ich dachte, die springen sich immer nur in die Luft. Ist hier keiner? Hä? Da! Boah, ich habe ihn nicht gesehen. Komm schon, komm schon, komm schon. Mann, ey, jetzt mach schon kaputt. Wo seid ihr? Habt ihr jetzt Angst, ja? Habt nur noch 30 Sekunden Zeit, dann habe ich ein bisschen Daten und dann muss ich nur noch zur nächsten. Okay, das ist echt eine Leiche. Ich dachte, Europa wäre eine... Naja, vielleicht sollte ich meinen Satz beenden. Also, fangen wir mit dem ersten Satz an. Das ist echt eine leichte Mission. So, zweiter Satz. Ich dachte, Europa wäre ein schwieriger Planet. Jetzt der dritte Satz. Vielleicht ist diese Mission einfacher gemacht, weil zum Quest gehört. Allerdings war die letzte Mission halt, diese Dinger da einzusammeln, war jetzt auch nicht gerade leicht. So. Müssen wir jetzt zum nächsten kommen? Oh, der hat lange gedreht. 3 Schläge statt 2. Oder 4 Schläge. Ich bin mir nicht sicher. Der ist echt auch im Kreis gelaufen. Wie geil. Ah, jetzt wüsste ich echt gerne, wenn ich die ganze Zeit im Kreis gelaufen wäre, ob er auch die ganze Zeit im Kreis gelaufen wäre. Oh, Map. Mach mich nicht fertig, Map. Muss ich nach oben? Hä? Oh, ich komme ja wieder gar nicht klar. Okay. Ich habe gehört, hier sind ein paar Gegner. Das war echt krass, so, wenn du so um die Ecke gehst und da stehen 20 Gegner im Wasser. Ich habe schon wieder mein komplettes Schild verloren. Also, ist zwar schön, meine Marelok hier zu leveln, aber vielleicht sollte ich auch einfach weitergehen. Ich glaube, ich muss da nach oben. Probieren wir es mal. Ja. Sehr schön. Wir nehmen hier alles mit, damit wir vielleicht irgendwann mal den Energiekugel bekommen. Da war eine. Und direkt wieder Schild an. Sammle 4 Energiekügeln. Da haben wir direkt Erfahrung bekommen. Die wir dann wieder ausgeben können, wenn wir sterben. Da müssen wir nicht langkommen. Weiter. Weiter geht's hier. Auf Wiedersehen, meine Freunde. Ah, ich habe den Typ gerade gespaltet. Also die Map hilft echt unglaublich weiter. Man erkennt immer genau, wo man gerade ist. Und die ist überhaupt nicht unübersichtlich. Ja, also die ist wirklich perfekt gemacht. Da unten. Holen wir euch erstmal. Dann dich hier oben. Obwohl, nee, komm. Wir installieren jetzt. Mann, jetzt. Hau schon ab. Ja, wirklich. Immer diese Leute, die wegrennen. So, nicht darf ich nicht zu weit entfernen. Hallo? Bin ich dumm? Die sterben jetzt anders, kann es sein?
Die hatten früher eine andere Todesanimation, die Drohnen. Nein, ihr lockt mich nicht weg. Ich bin nicht so dumm. Weil ich sage tatsächlich gerade gar keine. Ich habe sie weggelockt, nicht andersrum. Aber die haben echt den Algorithmus verändert, oder? Früher haben die aber immer drauf geschossen. Da war noch alles. Früher war ja alles besser. Naja. Und Schild an. Hm. Zwar daneben getroffen, aber auch etwas immerhin getroffen. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, drei Boxen. Ja, aber. Hä? Ich werde es nie. Also, das Jumpen ist zwar wirklich besser geworden vor einem längeren Patch, also es ist wirklich schon länger her, aber es ist ja für mich immer noch relativ neu. Aber hinkriegen kriege ich es irgendwie immer noch nicht. Also, ich weiß auch nicht. Vielleicht sollte ich das mal mit einem Controller versuchen. Vielleicht komme ich dann besser damit klar. Noch eine Minute. Wow! Wow! Man muss die Leute immer anschreien, damit die Angst bekommen. Das ist eine Taktik, die haben schon die alten Barbaren gemacht. Und die leben ja immer noch, wie man weiß. Man gucke nur mal nach Dresden. Hat er doch nicht gemacht. Darf er das? Ey, ich bin völlig fertig, wirklich. Schule ist ja auch was Anstrengendes. Tada. Sehr schöner Jump, das muss man mir wirklich lassen. Ich habe zwar nichts getroffen, aber der Sprung, der war schon... Guck mal, noch ein krasserer Jump. Und direkt, wow. Ich jump mittlerweile nur dem Jumpes Willen, ne? Irgendwie kommen auch keine Gegner mehr. Sehr, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich... Ja. Das war wirklich eine schöne Schwertkunst, oder? Ich habe zwar niemanden getroffen, aber was soll's. Hallo? Bin ich komplett bescheuert? Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, Controller müsste ich mal versuchen, aber ich habe da keinen. Das ist ein bisschen problematisch. Ich dachte über den Steam-Controller nach. Kann man... Ich muss gleich mal was trinken nach der Folge. Aber das hilft euch ja dann nicht mehr weiter. Kann man mit dem Steam-Controller, mit dem neuen, also ja, relativ neuen, einen Monat vielleicht alt, Warframe spielen? Und wenn das einer von euch schon ausprobiert hat, ist es gut? Also erstmal hat jemand schon von euch schon mal den Steam-Controller ausprobiert und ist der gut? Und dann hat schon mal jemand versucht, mit dem Controller Warframe zu spielen, ist das gut? Und dann, krasseste Möglichkeit, hat schon mal jemand von euch mit dem Steam-Controller versucht, Warframe zu spielen? Und ist das auch gut? Das wäre eigentlich... So, das war es eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ja, das waren alle Punkte. So, mein Schild ist wieder alles, machen wir direkt wieder an. Also die Map, ich komme, also die ist in der Welt hier echt nochmal schlimmer als sonst, aber unglaublich viel Loot hier gerade in dem Raum. Gut, dass wir hier durchgegangen sind. So, mit dem Ausblick auf diese, ja gut, mit dem Ausblick auf unser Schiff können wir jetzt diese wunderschöne Chroma-Helmblaupause. Wir haben schon die Chroma-Chassis. Müssen wir Chroma, falls wir Chroma für diese Quest fertig machen müssen, wäre das ganz ungünstig. Also wirklich. Das wäre echt richtig unlucky. Chroma? I haven't seen one since. No. Ja. It couldn't be. Also sie hat jetzt seit Ewigkeiten kein Chroma mehr gesehen und sie kann es nicht glauben. Aber es ist. Ich habe Informationen aus dem Netzwerk. Ich werde eine weitere Blaupause für dich formen. Die Jagd ist noch nicht vorbei. Wir müssen also vermutlich tatsächlich die Chroma-Chassis machen. Wie hast du das gemacht? Du wusstest es einst, Ordes, aber du hast diese Erinnerung verloren, nicht wahr? Ich scheine, sie verlegt zu haben. Ich könnte sie wiederherstellen. Mit der Zeit könnten wir deinen Verfall rückgängig machen. Deine Fehlfunktionen heilen. Okay. Also das ist schon eine krasse Quest. Zum einen, wenn wir die Chroma-Blaupause machen müssen, dann brauchen wir einen neuen Warframe-Platz. Denn, nee, warte, das ist hier. Ausstattung, Inventar. Wenn man hier auf Warframe geht,
Wir haben keinen Platz mehr. Obwohl, warte, die kosten die schon immer nur 20? Dann kaufe ich dann einfach einen neuen. Hier haben wir noch 30, man fängt, glaube ich, mit 50 an. Da hatte ich mir schon einmal eingekauft dann. Für die Noah Prime wahrscheinlich. Oder nicht, keine Ahnung. Und, wenn wir dann die Chroma tatsächlich machen müssen, dann werde ich noch einkaufen. Aber danach, falls wir nochmal irgendwann wieder was haben müssen, dann ist das alle. Das ist dann echt uncool. Aber man kann ja leider mit Credits keine kaufen, das ist ein bisschen schade. So, was müssen wir sonst jetzt noch machen? Wir können noch, wahrscheinlich müssen wir reden. Das können wir eigentlich noch machen in dieser Folge. Nee, baue Chroma-Helm. Also wie erwartet, was brauchen wir denn für den Chroma-Helm? Chroma-Helm. Da, wir brauchen Ember-Helm. Haben wir Ember-Helm-Blaupause? Ja, dann werden wir jetzt schon mal die Ember-Helm-Blaupause benutzen und Ember-Helm herstellen. Kann es sein, dass wir es sogar gerade in der Mission bekommen haben? Ich glaube, ja. Dann also werde ich wieder 12 Stunden warten. Dann werde ich den Chroma-Helm beginnen. Und wenn er fertig ist, werden wir dann die nächste Folge anfangen. Gut, dann wieder vielen Dank, dass ihr es geguckt habt. Warte, eine Sache wollte ich noch erwähnen, was ziemlich krass wäre, wenn unser Bordcomputer tatsächlich geheilt wird und so ultra krass wird, so richtig nice Sachen machen könnte. Das wäre auch echt nice, dann würde die Quest auch quasi was für immer bringen, also für weit in die Zukunft voraus. Ich habe noch eine Frage, falls irgendjemand bis zum Ende dieser Folge guckt und es weiß, gibt es Chroma Prime? Ja, das war die Frage. So, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt und es euch gefallen hat und ihr mehr Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Würde mich super freuen. Sonst einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Aber dann einen Kommentar. Ja, Daumen nach unten ohne Kommentar. Das wird einfach nicht angenommen. Die zählen nicht für mich. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.